Hallo zusammen, Eizocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, die Verteidigung von Quel Danas anzunehmen bei Lord Hemar of Terron in Immersangwald. In diesem Gebiet, der läuft euch ja nach, deshalb könnt ihr auch die Quest an einer anderen Position annehmen. Es ist mir eine Ehre, als ist die Folgequest von Devdag, als die Hoffnung starb. Quest ist angenommen. Nun darf ich mit Himmelsmeister Morgenglanz sprechen. Das mache ich gleich mal. Lauft da entlang. Sollte euch dieses Video helfen, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt und oder meinen Kanal abonniert. Das motiviert mich, weitere Quests aufzunehmen und hochzuladen. Hab übrigens auch mittlerweile eine Facebook-Seite. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Ihr wisst, dieser Himmelsmeister Morgenglanz. Einfach die Sprechblase anklicken. Link zu meiner Facebook-Seite findet ihr im YouTube-Kanal-Banner. Von meinem YouTube-Kanal, logischerweise. Ein Flug sollte nicht allzu lange dauern. Normalerweise soll es gleich ein Ladebildschirm geben, soweit ich weiß. Kann mich aber auch täuschen. Bin mal gespannt. Ja, falls es kein Ladebildschirm gibt, dauert es nicht so lange. Wie man sieht, ist es kurz übers Wasser. Erblickt das Ende. Die letzte Barriere fällt. Und wie man sieht, verfolgt man Aftas. Ja, gibt anscheinend kein Ladebildschirm. Erschöpfung, keine Sorge. Das ist anscheinend so gewollt. Man sitzt ja auf einem normalen Flugmeister-Mount. Nun hat man die Insel von Quel Danas erreicht. Die ist leider auch ziemlich lang, also man fliegt über die ganze Insel. Wow! Jetzt sollte ich aber gleich ankommen. Und da dürfte ich auch schon im Landeanflug sein. So. Ein ziemlich langer Flug. So. Quest ist abzugeben bei Lady Liadwin in Insel von Quel Danas an dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Ciao.